Ja, schlecht was sehen bei Leuten in schwarzer Jacke. Hallo Freunde des fahrbaren Blechs und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir beginnen diese in England, zumindest denkt der VW-Fahrer das offensichtlich. Oi, 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 oi! Oi! Da hat sich der Gegenverkehr auch gefreut, wie man gehört hat. Allerdings muss mit 60 km/h in den Ort reinzufahren auch nicht sein. Och nee, das dauert mir zu lang. Jo, wie hat das gesehen? Ja, keine Ahnung. Hier gilt rechts vor links, kapiert nur nicht jeder. Abstand? Pff, nicht mit mir. Habt ihr eigentlich die frechen Kinder da rechts wahrgenommen? Erst auf die Ampel drücken und dann schnell weg? Naja, wer von uns hat das nicht auch mal gemacht? Einmal auf die falsche Ampel geguckt und schon passiert so etwas hier. Wenn einer über Kirschgrün drüber fährt. So, noch ist grün. Kreuzung blockiert, deswegen fahre ich schon mal nicht mehr rein. Jetzt fahre ich noch über Rot, dann hast du ein Problem. Alter. Ja, kann der Typ aber froh sein, dass der Rotlichtblitzer nur die geradeausfahrenden blitzt. Schade. Mal sehen, ob das mit der Ampel in dem Clip hier besser funktioniert. Eingeschlafen oder am Handy, so oder so, Glück gehabt, dass hier nicht mehr passiert ist. Unser Einsender scheint ein Händchen für spezielle Überholer zu haben. Ich wünsche Ihnen einen guten Morgen. Eine gemeinsame halbe Stunde. Okay, Garmin. Video speichern. Die Inselkette im Indischen Ozean ist durch den Klimawandel bedroht. Nicht nur, weil der Meeresspiegel steigt, sondern auch, weil die Korallen absterben. Okay, Garmin. Video speichern. Kommen wir zu einer absolut erwartbaren Situation. Es sieht nicht spannend aus, aber es ist einfach so eine Sache, die verstehe ich nicht. Der Transporterfahrer, der fährt hier vorbildlich nach rechts, so weit, so gut. Der Audi-Fahrer, der hat eigentlich keine Chance, an dem auf dem kurzen Stück vorbeizukommen, ohne dass der Transporterfahrer hinter dem nächsten langsamen Fahrzeug eingebremst wird. Ich anstelle des Audi-Fahrers, ich wäre jetzt einfach mein Tempo weitergefahren, der Transporterfahrer hätte wunderbar die Spur wechseln können, alles wäre gut gewesen. Aber was macht der Audi-Fahrer? Er gibt Gas und oh Wunder, der Transporterfahrer, der will ja gar nicht langsam weiterfahren. Es könnte so viel schöner da draußen sein, wenn einfach mal mehr mitgedacht würde. Selbst die Kleinigkeiten machen hier echt viel aus. Glaube ich doch jetzt nicht, ey. So. Dann kann man halt noch als Person reagieren. Kannst halt ja, schlecht was sehen bei Leuten in schwarzer Jacke. Im Dunkeln. So viel dazu. Alter. Ja, sorry, muss jetzt eine Vollbremsung machen. Sonst wäre es das mit der Karre gewesen. Von hinten nähert sich ein Motorradfahrer. Und was ich hierzu sagen soll, ich weiß es nicht.
Hier geht's zunächst um den grünen Skoda, aber das kriegen wir auch noch wesentlich knapper hin. Über drei Spuren rüber. Oh, Alter, guck den Schwarzen an. Alter! Start recording. Junge, da fehlt ja nichts mehr. Meine Damen und Herren, ich präsentiere ein Elefantenrennen der besonderen Art. Das schaffen offensichtlich nicht nur die Brummifahrer. Oh, liebe Scheiße jetzt hier! Was soll das? Ja, 1 km/h schneller da! Der Abstand beim Einscheren ist übrigens auch eine Vollkatastrophe. Das sind keine 6 Meter. Nicht zu glauben, ey! So, hier nicht! Wenn es hier Elefantenrennen ist? Ja, hier ist Elefantenrennen. Och, das hier würde ich nicht als Elefantenrennen deklarieren. Guck mal, wie schnell die sind. Aber ihr seht gleich, wie unnötig das Ganze hier auch ist. Und den Honamort. Oh. Ja, das hat sie mir jetzt vollgebracht. Arsch. Wirklich gucken. Hier gab es immer wieder stockenden Verkehr. Entsprechend hält unser Einsender die Abstände groß. Als er dann bemerkt, dass der Verkehr vor ihm wieder langsamer wird, schaltet er vorbildlich seinen Warnblinker an. Das hört man auch im Video, ihr hört allerdings noch gleich etwas ganz anderes. Mann, hat er seine Warnblinke daheim vergessen? Seine Warnblinkanlage. Oh, 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 oh. Scheiße, das hat gekracht. Mir ist nichts passiert, das war außen rum. Ich guck trotzdem, was los ist, dass keiner verletzt ist. Leider haben wir hier keine Heckdashcam, deswegen muss ich euch erzählen, was hinter uns passiert ist. Das Fahrzeug, was nun knapp vor uns zum Stehen gekommen ist, das war zuvor hinter uns. Diesem Fahrzeug ist ein anderes Fahrzeug draufgefahren, woraufhin der Fahrer des silbernen PKW nach rechts ausgewichen ist. Ein anderes Fahrzeug, was man ganz rechts am Bildrand sehen kann, musste daraufhin ebenfalls ausweichen und ist in den Graben gefahren. Unser Einsender schreibt dazu: Die Situation war chaotisch und unübersichtlich. Das Fahrzeug am Rand hat gut reagiert, es waren weitere Ersthelfer mit vor Ort. Hier möchte ich sagen, das ist nicht selbstverständlich und entsprechend freut es mich, dass das in diesem Fall hier mal gut geklappt hat. Des Weiteren schreibt er: Eine Frau hat Wasser an die Beteiligten verteilt. Gemeinsam haben wir bei starkem Verkehr bestmöglich versucht, die Unfallstelle abzusichern. Dabei wurde ich von einem LKW-Fahrer beschimpft und beleidigt und es flog ein Gegenstand aus dem Fenster des LKW, der mich aber verfehlt hat. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, um ehrlich zu sein. Ich weiß, dass LKW-Fahrer Druck haben ohne Ende, aber sowas geht natürlich absolut gar nicht. Unserem Einsender ist im Nachhinein hier noch aufgefallen, dass er ebenfalls einen Fehler gemacht hat. Er trägt nämlich keine Warnweste. Und hier kann ich nur an euch alle appellieren: Denkt zuallererst immer an eure eigene Sicherheit. Platziert die Warnweste am besten in eurer Tür, dann ist sie sofort griffbereit, wenn ihr aus dem Auto steigt. Unser Einsender telefoniert hier übrigens die gesamte Zeit über Headset mit der Polizei und schildert die Lage. Die Polizei hat sich im Nachhinein noch bei ihm bedankt, denn ohne seine Dashcam-Aufzeichnungen wäre eine Rekonstruktion des Unfallgeschehens womöglich nicht möglich gewesen. Der zuständige Beamte sprach wohl selbst von dem Konflikt Datenschutz versus Dashcam. Er selbst ist aber immer froh, wenn es eine Dashcam und Aufzeichnungen gibt. Wie oft es ohne Dashcam schon blöd ausgegangen wäre, haben wir in unseren Videos ja nun mal schon oft genug gesehen. Am Ende hat unser Einsender hier übrigens nach Rücksprache mit der Polizei die Unfallstelle verlassen. Er selbst sagt, es war der 4. Unfall in 7 Monaten für ihn, bei denen er Ersthelfer war. Irgendwann ist das psychisch nicht mehr zu packen.
Vielen Dank in jedem Fall für deinen Einsatz und danke natürlich auch an alle anderen Ersthelfer. Genau so muss das in so einem Fall laufen. So, das war's denn nun. Ein ganz herzliches Dankeschön gilt wie immer all unseren Videospendern. Wir haben euch nochmals in der Videobeschreibung erwähnt. Wenn auch ihr Teil dieser Videos werden wollt, dann schickt eure Clips gerne an die links eingeblendete E-Mail-Adresse. Alle weiteren Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wir hoffen, euch hat die heutige Folge gefallen. Egal wie euer Urteil ausfällt, wir würden uns in jedem Fall über eine kleine Bewertung freuen und dann hoffen wir, sehen wir euch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, fahrt gut und besser und ciao, ciao.